Weißt du eigentlich, ob du eine berufliche Veränderung bzw. einen Jobwechsel bei deinem Versicherer melden musst? Die Antwort ist, es kommt drauf an. Worauf es ankommt, das erfährst du in diesem Video. Bei den meisten Verträgen spielt eine berufliche Veränderung keine Rolle. Nehmen wir mal das Beispiel einer Privathaftpflichtversicherung. Hier verändert sich ja kein Risiko und somit auch kein Beitrag, dadurch, dass du dich beruflich veränderst. Es gibt aber zwei Verträge, da spielt das schon eine große Rolle. Zum einen bei der Unfallversicherung. Hier solltest du eine berufliche Veränderung, einen Jobwechsel in jedem Fall anzeigen, also deinem Versicherer eine kurze Info geben. Denn hier wird zwischen zwei Berufsgruppen unterschieden. Und es kann dann passieren, dass sich dadurch, durch deine berufliche Veränderung, auch eine Veränderung des Beitrags ergibt. Das ist dann der Fall, wenn du zum Beispiel aus dem Büro ins Handwerk wechselst, dann erhöht sich der Beitrag, weil das Risiko steigt. Ist es genau umgekehrt, wechselst du vom Handwerk ins Büro, dann reduziert sich in der Regel der Beitrag sogar. Nur wenn du eben innerhalb der Gruppe bleibst, also von Handwerk im Handwerk oder vom Büro im Büro, dann bleibt der Beitrag gleich. Dennoch solltest du die Veränderung kurz melden. Zum anderen kann es durchaus sinnvoll sein, dass du eine berufliche Veränderung deinem Berufsunfähigkeitsversicherer anzeigst und meldest. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle nochmal zur Funktionsweise. Wenn du eine Berufsunfähigkeitsrente abschließt, dann hast du zu diesem Zeitpunkt einen Beruf oder vielleicht auch nicht, wenn du noch Student oder Studentin bist. Und im Lauf der Zeit verändert sich das Ganze dann. Das musst du im Zweifel nicht anzeigen, denn es wird in einer Leistungsprüfung immer geschaut, welche Tätigkeit hast du das letzte Jahr ausgeübt? Und das ist die Prüfgrundlage. Das heißt, hier ist ein Automatismus drin und kein Zwang. Aber es kann trotzdem für dich finanziell Sinn ergeben, wenn dein Vertrag eine sogenannte Besserstellungsgarantie hat. Das bedeutet, jeder Beruf ist beim Versicherer in eine Risikogruppe einsortiert. Und je besser diese Gruppe geratet ist, also das heißt, je geringer dein Risiko ist, eine Berufsunfähigkeit zu erleiden aufgrund deines Berufes, umso geringer ist dein Beitrag. Das bedeutet also, wenn du plötzlich in eine Berufsgruppe fällst, die besser ist als die, in der du zuvor warst, reduziert sich dein Beitrag. Also kann es hier durchaus Sinn ergeben, die berufliche Veränderung zu melden. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Wenn ja, lass mir unbedingt noch einen Daumen nach oben da. Und wenn du darüber hinaus offen bist für Impulse rund um das Thema Finanzen, abonniere diesen Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.